Ahrens, muss ich jetzt 12 Zentimeter dämmen, 8 oder 16? Sie sagen, Sie haben Ihr Haus mit 26 Zentimetern gedämmt. Ich bin verwirrt. Und dass Sie das nicht mehr sind, gibt es dieses Video und ich kläre auf. Mein Name ist Luca Ahrens, ich bin Geschäftsführer der ARC Energie. Wir sind ein Bauphysikbüro, das heißt, wir kümmern uns um Schallschutz, Wärmeschutz und Brandschutzplanung für Neubauten, Sanierungen jeglicher Art, auch für Industriepartner, sitzen in Mainz hauptsächlich, haben aber auch Kollegen, sitzen in Hannover, Dortmund, Berlin und in einen in Köln. Wenn Sie sich das anschauen und denken so, cool, hätte ich auch gerne Bock zu bearbeiten, bewerben Sie sich sehr gerne bei uns. Wir wachsen, suchen Kollegen, so wie diese Videos haben wir auch interne Videos jede Menge. Zum Aufklären deswegen sehr gerne auch Quereinsteiger. 100% Homeoffice nach einer Einarbeitungszeit ist möglich, aber jetzt erstmal zu diesem Thema. Also, wie dick sollte man WDVS sein? WDVS, nochmal ganz wichtig vom Wording her, Wärmedämmverbund, hier ist das wichtigste Wort, System. Bedeutet, dass der Hersteller der Dämmung ein System freigegeben hat, was besteht aus der Dämmung, dem Kleber, der Armierung, Armierungsgewebe, Deckputz und der Dübel. Bedeutet, nur wenn das im System vorhanden ist, ist auch die Zulassung erfüllt. Das heißt, es geht nicht, dass ich von dem die Dämmung nehme, von dem die Dübel, von dem den Putz und oh cool, da habe ich noch 5 Armierungsgewebe gefunden von einem anderen Hersteller, den nehme ich auch noch mit. Das geht nicht. Also geht schon, aber hat halt keine Zulassung und ist so nicht richtig. Das heißt, hat ein Schuckateur, der Ihnen die Fassade macht, was übrigens ein Meistergewerk ist. Das heißt, das muss eine Meisterfirma machen. Das heißt, irgendwelche Firmen von wo auch immer, kann genauso gut eine deutsche Firma sein, ist egal, die brauchen einen Meistertitel. Ohne den dürfen sie diese Arbeiten nicht machen. Wenn sie ein Angebot sich einholen für ein WDVS, fragen sie bitte nach dem Meistertitel. Und wenn die keinen haben, dann würde ich sie bitte auf gar keinen Fall beauftragen. Und die Handwerker, die das bei ihnen auch ausführen, sollten auch Schulungen besucht haben, dass sie das auch ausführen können. So. Das ist ein bisschen off-topic gewesen, aber ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema. So, jetzt geht es ja darum, welche Dämmung macht denn überhaupt Sinn? Welche Dicke macht Sinn? Welche U-Werte kommen da raus? Also U-Wert gleich, wie viel Energie verliert mein Bauteil von innen nach außen? Immer definiert mit Watt pro Quadratmeter Kelvin. Habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben gehabt. Also wie viel Energie, Watt, geht pro Quadratmeter Bauteil pro Kelvin Temperaturdifferenz von innen nach außen verloren. So wird der U-Wert definiert und im Endeffekt jetzt auch hier. Bedeutet, ich habe typischerweise Styropor, EPS, das Graue, das Graphit drin. Dadurch hat das 10% bessere Dämmwirkung als ohne Graphit, weil wenn ich es gegen die Sonne halte, geht die Sonnenstrahlung durch, also auch die Strahlung geht durch. Mit dem Graphit kann ich nicht durchgucken. Ich sehe die Sonne nicht. Die Strahlung geht nicht durch. Die Strahlung wird reflektiert. Und dadurch habe ich 10% bessere Dämmwirkung. So, deswegen 0,32er. Mineralwolle würde ich eine 0,35er Dämmung vergleichen. Und dann eine Resol-Dämmung mit 0,21. Dass wir einfach mal die Größenordnung haben. Wichtig ist erstmal, welche U-Werte brauche ich denn überhaupt? Also, ich kann pauschal sagen, dass ich für KfW 55 einen Mindest-U-Wert benötige Also, 55 hat so einen U-Wert, wir reden jetzt hier von Außenwänden. Ich sag mal von mindestens 0,24 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Und bei 40 liegen wir meistens so bei 0,17
Watt pro Quadratmeter Kelvin. 40 mit 0,17 zu erreichen, ist schon sportlich, aber machbar. Das bedeutet, wenn wir das hier ansehen, dann bedeutet es, wenn ich Styropor nehmen möchte, dann brauche ich mit, ich habe jetzt hier gerechnet, ohne den Stein, also nur die reine Dämmung, mit dem Stein, vor allem im Bestand, reichen mir meistens 12 cm aus. Im Neubau, weil ich meistens Kalksandstein habe und die sehr dünn sind, 17, 5, 15 oder 20, eher meistens sogar die 14, die ich brauche, an Styropor. Bei Mineralwolle bin ich hier auch bei 14 cm, die ich für KfW 55 mindestens brauche. Bei einer Resol-Dämmung reicht mir meistens sogar schon 8 aus, um diese Werte einhalten zu können. Bedeutet, ich komme mit 8 cm im Verhältnis zu 14 bzw. zu 12 cm hin, um meinen Standard 55 einzuhalten. Was natürlich bedeutet, dass ich auch viel weniger Quadratmeter verliere durch Dämmung. Achtung, nicht in der Sanierung, da ist es egal, die Außenwände stehen. Aber beim Neubau. Beim Neubau spare ich dadurch einige Quadratmeter ein, weil meine Dämmung dünner wird, dadurch meine Außenwand nach außen rücken kann und ich dadurch Quadratmeter generiere, die ich wieder vermieten verkaufen kann. Wenn wir uns jetzt hier einmal 40 ansehen und einen U-Wert von roundabout 0,17 brauchen, dann bedeutet das, dass wir im Best Case mit 18 cm auskommen. Bei Mineralwolle wären wir schon bei 20. Und jetzt kommen wir zum Spannenden. Bei der Resol-Dämmung reichen mir sogar 12 cm aus. Wichtig, hier muss jetzt noch das Dach, Bodenplatte und Fenster mit reinspielen. Aber in unserem täglichen Doing sind das die Häuser 18, 20 und 12. Ich sag mal so, dass die geringste Dämmung, die ich haben kann, um diesen Standard noch einhalten zu können. Also schon sehr optimiert, weil ich ja Quadratmeter optimiert plane. Wir zumindest. So. Wir haben oft sogar 16 cm Resol-Dämmung drin. Das sieht man, glaube ich, gar nicht. Hätte ich einen U-Wert von 0,128 bei der Resol-Dämmung versus bei einer Mineraldämmung in 16 0,211. Bei einer EPS-Dämmung 0,32, aber 0,193. Das heißt, da sind schon gute Unterschiede dazwischen. Wenn wir es hier einfach mal prozentual nehmen, wir haben einen U-Wert von 0,128. Wir rechnen das einfach mal kurz aus. Wir sind ja hier spontan. Dann bedeutet das 0,12. Und wir hätten jetzt dann stattdessen eine Dämmung 16 0,211. Dann reden wir hier über fast 65%, die wir hier schlechter sind. Und bei einer Styropordämmung reden wir über 51%. Das bedeutet, da die Zahlen immer sehr klein sind, hier 0,93, 0,211, 0,128, haben viele Leute nicht so eine Relation zu, bei Arans die Zahl ist so beide klein, das macht auch keinen Unterschied. Schauen wir uns das mal wieder prozentual an, reden wir hier von 65% einem höheren Energieverbrauch. Und hier von 51. Um diesen U-Wert mit 0,128 einzuhalten, reden wir bei Mineralwolle hier irgendwas zwischen 26 und 28 cm
Und bei dem elastifizierten EPS irgendwas zwischen 24 und 26 cm. So. Ich habe mein privates Objekt mit Mineralwolle gedämmt mit 26 cm. Das heißt, ich bin bei einem U-Wert von 0,132. Also ungefähr bei diesen 16 cm Resoldämmung. Plus minus. Und das sind U-Werte, die, ich sag mal, noch Sinn machen. Ein Passivhaus ist es ab 0,15, also im Endeffekt ab 14 cm Resoldämmung oder ab 24 cm Mineralwolle oder ab 22 cm EPS. Ab da wäre es ein Passivhaus. Wohlgemerkt, Achtung, in den meisten Berechnungen macht Passivhaus, also PHPP, Passivhaus-Projektierungspaket heißt es, ist mein U-Wert meiner Auswand nachher besser als die 0,15, weil es einfach die größte Fläche ist und weil ich sonst nicht auf mein Gesamtergebnis komme. Also meistens reden wir hier über U-Werte von 0,128, 132, 112, 121, also schon ein gutes Stück auch besser als die 0,15. Und das sind aber jetzt so diese Relationen, die Sinn machen oder nicht Sinn machen. Sobald ich jetzt hier weiter runtergehe, würde es eigentlich keinen Sinn machen. Wir können uns mal den Unterschied mal ansehen. Bleiben wir mal beim Styropor, weil es das meistverbauteste Material ist. Wir reden von 8 cm und haben wir Werte von 0,75 zu 10 cm von 0,303. Also wir haben einen Unterschied von 0,072. Bedeutet, wir reden hier im Unterschied von 20% weniger Energieverlust, dadurch, dass wir 2 cm mehr Styropor drauf gemacht haben. Das finde ich ja schon, ich finde es bemerkenswert. Also von hier nach dort, von 8 auf 10 cm, reden wir hier von minus 20%. Ungefähr. Wie gesagt, ich mache jetzt hier keine Atomphysik. So. Von 10 auf 12 cm reden wir hier wieder über eine Differenz von fast 0,5, was hier ungefähr wieder 15% sind. Dann von 0,255 auf 0,22 reden wir wieder für einen Unterschied von 0,035, also wieder über 10%, also auch wieder ungefähr fast 15%. Wie gesagt, machen das jetzt mal so größenordnungstechnisch, dass wir einfach mal eine Zahl haben, nicht mit 1000 Nachkommastellen, das braucht ja kein Mensch, meiner Meinung nach zumindest. Und dann hier von 0,220 auf 0,193 werden hier wieder eigentlich eine Verbesserung des U-Wertes, oder uneigentlich auch, von 0,027, also auch wieder über 10%, unter 15%, roundabout 12%, minus 12%, sagen wir einfach mal. Das heißt, die Verbesserung nimmt logischerweise pro Zentimeter ab, die prozentuale. Und wenn wir hier unten sind, zwischen 0,121 und 0,112, wir würden hier von 10% nehmen, müsste es eine Verbesserung von 0,012 sein. 0,012 ist es nicht. Das heißt, wir sind hier unter 10%. Was hat das für eine Auswirkung? So, was bedeutet, man sagt in der Regel, dass die Dämmung so bis 18 cm eigentlich so den größten Impact hat und alles darunter jetzt schon mal stark abschwächt, so bis 26. Und 26 bis 32 ist so Knautschzone und ab 32 macht es eigentlich keinen Sinn mehr. So, wir sehen es hier beim Resol, finde ich eigentlich ein bisschen besser auch. Wir haben hier eine Verbesserung quasi zwischen 22 und 24 cm Resol nur von 0,008. Also es ist auch hier unter 10%, die ich da quasi besser werde. Aber mein Verlust ist halt generell schon wirklich klein. 10% von viel ist natürlich viel, viel mehr als 10% von wenig. So. Das heißt, ist mein Gebäude hier mit 8 cm gedämmt und ich habe einen schlechten U-Wert. Oder ich habe mein Gebäude mit Resol 22 cm gedämmt und einen U-Wert von 0,094 und mache jeweils 10% runter, ist natürlich meine EPS-Dämmung mit einem schlechten U-Wert wesentlich größerer Impactgeber und dadurch viel, viel besser für uns, wenn wir dort 10% wegnehmen, als bei diesem guten U-Wert.
Aber grundsätzlich kann man sagen, ich brauche für KfW 55 mit Tresol ungefähr 8 cm, mit Mineralwolle meine 14, mit EPS meine 12, jeweils plus minus oder plus 2 cm, je nachdem, wie das restliche Gebäude ist. So, bei KfW 40 bräuchte ich hier 18 bis 20, hier 20 bis 22 und hier in der Regel 12 bis maximal 14, um dorthin zu kommen. Wir verplanen die meisten Gebäude mit der 032er und 035er und dann meistens im 40er Bereich, dann halt um die 18 bis 20 cm meistens. Wir sanieren gerade ein Objekt, das machen wir mit Tresol 16 cm, das wird ein KfW 40 Haus in der Sanierung. Das geht auch. Und wenn Sie Interesse haben, so ein Objekt auch bei Ihnen zu realisieren, Sie haben so ein Objekt und wünschen eine Beratung, eine Planung dazu, dann melden Sie sich sehr, sehr gerne bei uns. So. Dafür gehen Sie hier drunter, klicken Sie auf Mehr, drücken dort auf die Anfrage-Button und landen bei uns dann direkt im System, können direkt das Formular ausfüllen und dann sprechen wir vielleicht schon im nächsten Call oder Sie sehen mich im nächsten Video. Bis dahin, Ihr Luca Ahrens.